Falls du deine Autoschlüssel versehentlich im Auto eingesperrt hast und nicht reinkommst, solltest du keine überstürzten Entscheidungen treffen. Nimm eine Rolle breites Klebeband, schneide ein Stück davon ab und befestige es senkrecht an einer Fensterscheibe. Das Ganze wiederholst du 5 oder 6 Mal, wobei du die Klebebandstücke nebeneinander klebst. Anschließend löst du die unteren Teile aller Klebestreifen von der Fensterscheibe und bringst sie zu einem einzigen Schwanz zusammen, den du halten und vorerst hängen lassen kannst. Schneide nun weitere 5 oder 6 Stücke ab und klebe sie über die bereits geklebten, damit sie gut halten. Sobald alles fertig ist, hältst du den Schwanz, den du zuvor angefertigt hast, und 3, 2, 1, ziehst nach unten. Mit ein bisschen Anstrengung wird das Fenster ein Stück nach unten gleiten und du kannst deine Hände zwischen das Glas und den Rahmen klemmen, um das Fenster weiter nach unten zu schieben, bis du ins Innere gelangst und den Schlüssel herausholen kannst. Nun, geben wir es zu, nicht alle von uns sind gute Einpacker. Sicherlich hast du auch dein Auto ab und zu etwas zerkratzt, wenn du nicht vorsichtig warst. Schnapp dir ein paar dieser fantastischen Gummihühner, die quietschen, wenn man sie zusammendrückt. Vorsicht, das wird lächerlich aussehen, aber dein Auto bekommt keine Kratzer mehr. Nimm sie vor dem Parken heraus und befestige sie an den vorderen und hinteren Ecken des Autos. Wenn du einem Pfosten, einer Mauer oder einem anderen Auto zu nahe kommst, stimmen die Hühner ihr episches Lied an. Und falls du trotzdem weiterfährst, dienen sie als weiche Stoßstange, um die Lackierung zu schützen. Lass deine Scheibenwischer im Winter oben. Das schützt sie davor, an der Windschutzscheibe festzukleben, sodass du sie nicht abkratzen kannst und das Gummi kaputt geht. Viele warnen davor, weil es die Feder des Arms ruiniert und die Scheibenwischer anfälliger für Diebe macht. Doch A, stimmt das mit dem Verschleiß des Arms nicht, denn die Federn verlieren ihre Elastizität nicht, und B, wer klaut schon Wischerblätter? Wenn du die Scheibenwischer trotzdem unten lassen willst oder einfach vergessen hast, sie in einer eiskalten Nacht hochzustellen, lass die Klimaanlage laufen. Ja, die kalte Luft enteist die Scheiben genauso wie die Heizung. Die Luft wird dabei entfeuchtet, ein großartiger Trick, wenn deine Heizung kaputt ist. Nun kannst du auch vorab verhindern, dass deine Windschutzscheibe überhaupt erst vereist. Dazu besprühst du die Scheiben am Abend vorher mit einer Lösung aus 3 Teilen Essig und einem Teil Wasser. Das erspart am Morgen viel Zeit zum Kratzen. Deine Scheibenwischer werden früher oder später kaputt gehen, selbst wenn du sie jeden Winter instande hältst. Wenn sich das Gummi ablöst und der Metallarm an der Windschutzscheibe kratzt, stülp ihm einfach eine lange Socke über. Das ist zwar nur eine Übergangslösung, aber sie funktioniert. Kauf einfach so schnell wie möglich ein paar neue Wischerblätter. Um an einem Wintermorgen Zeit und Nerven zu sparen, schütze deine Autotüren vor nächtlicher Frost. Das passiert aufgrund von Schnee, der in die Dichtung eindringt, zu Wasser wird und dort wieder gefriert. Diesen Teufelkreis kannst du stoppen, indem du alle inneren Gummiteile mit Küchenspray einsprühst und die Überreste dann mit einem Papiertuch abwischst. Fahrzeugbatterien sind kein Fan von extrem kalten Temperaturen. Wenn der Frost extrem ist, kann er deine Autobatterie sogar richtig schaden, wenn du sie nicht vorher aufwärmst. Schalte einfach die Scheinwerfer kurz an und lass dann den Motor laufen. Man kann auch das Radio anmachen und Musik hören, um die Wartezeit zu verkürzen. Wenn die Scheiben von innen beschlagen, wird das Autofahren ziemlich gefährlich. Glücklicherweise kann eine einfache Kartoffel die Rettung sein. Man nehme eine saubere und rohe Kartoffel, schneidet sie in 2 Hälften und reibt eine Hälfte von innen an die Scheiben. Dadurch werden die Scheiben gereinigt und es entsteht eine Schutzschicht, die das Beschlagen der Scheiben verhindert. Anschließend lässt du die Kartoffelschicht trocknen, ohne sie zu berühren. Dieser Trick funktioniert auch an deiner Duschtür und an deinem Badezimmerspiegel. Wenn du im Schnee oder Schlamm feststeckst, dann verwende die Gummimatten deines Autos, um dich zu befreien. Lege sie unter deine Reifen, um die Bodenhaftung zu erhöhen. Der Trick mit Katzenstreu funktioniert auch. Aber warum sollte man das im Auto haben? Oh, vergiss deine Matten da hinten nicht. Sollten die Fußmatten nicht helfen, versuche etwas Luft aus den Reifen abzulassen. Dadurch wird die Aufstandsfläche der Reifen größer und sie bekommen wieder mehr Bodenhaftung. Denke daran, dass du nur geringfügig Luft ablassen kannst und sobald du aus dem Schnee herauskommst, musst du sie wieder aufpumpen. Falls dein Auto schon einmal bei einer Regenfahrt durch den Wald im Schlamm oder Sand stecken geblieben ist, weißt du, wie unangenehm das ist. Das Gute ist, dass man sich mit einer Schaufel und etwas Geduld befreien kann. Entferne mit einer Schaufel oder mit den Händen so viel Schlamm und Sand wie möglich von den Rädern. Wenn sich dein Auto immer noch nicht bewegen lässt, versuche vom Rückwärtsgang in den Fahrmodus zu wechseln, um mehr Schwung zu bekommen. Und lass die Luft aus den Reifen ab, um ihre Oberfläche zu vergrößern.
Wenn man einmal im Monat auf freier Autobahn bei klarer, trockener Witterung 16 Kilometer, einer Geschwindigkeit von 110 Kilometern pro Stunde fährt, verdampfen Wasser- und Gasansammlungen im Motor- und Auspuffanlage. Dadurch kannst du etwas schneller ans Ziel. Aber auch das solltest du nur tun, wenn es angebracht ist. Falls du dein Auto auf einem großen Parkplatz häufig nicht finden kannst, solltest du ein Foto von dem Platz oder der Nummer der Parkreihe machen, sobald du einparkst. Außerdem gibt es GPS-Apps, die helfen, dein Auto auf riesigen Parkplätzen und in großen Garagen zu finden. Solltest du kein Foto gemacht oder die App nicht heruntergeladen haben, findest du dein Auto auch mithilfe eines Funkschlüssels. Das Funksignal reicht nicht aus? Dann halte es näher an deinen Kopf. Die Flüssigkeiten in deinem Kopf verstärken die Leitfähigkeit der Schlüsselsignale. Klingt verrückt, aber es funktioniert. Die Metallstäbe in der Kopfstütze dienen nicht nur dazu, die Höhe zu verstellen. Im Notfall kann man mit ihnen auch die Fenster einschlagen. Am besten funktioniert es, wenn du sie in den Spalt am unteren Rand des Fensters schiebst und sie zu dir ziehst, damit das Glas zerspringt. Wenn man keinen Telefonhalter in seinem Auto hat oder sich dieser plötzlich gelöst hat, kann man auch ein Gummiband durch die Lüftungsöffnung der Klimaanlage fädeln. Stecke das Gummiband oben durch die Lüftungsöffnung und zieh die andere Hälfte unten durch. Danach steckst du das Handy hinein und schon kann es losgehen. Beim Aussteigen aus dem Auto laden sich deine Kleidungsstücke durch das Gleiten auf dem Sitzstoff statisch auf. Das klingt harmlos, ist es aber nicht, wenn du an einer Tankstelle stehst. Beim Griff nach der Metallzapfpistole kann ein Funke entstehen. Das ist genauso, wie wenn man jemandem aus Versehen einen Schlag versetzt, oder? Aber anstatt zu kichern und zu schauen, ob du es deinem Freund noch einmal antun kannst, kann dieser winzige Funke die Benzindämpfe entzünden. Um jegliche elektrische Ladung zu zerstreuen, berühre einfach ein Metallteil deines Fahrzeugs, bevor du nach dem Zapfhahn greifst. Apropos Tankstelle. Wenn du zum Tanken an einer Tankstelle fährst, verbringst du vielleicht 10 Minuten damit, den Tank zu suchen, nur um festzustellen, dass er sich auf der anderen Seite des Fahrzeugs befindet. Glücklicherweise musst du dieses Ratespiel nicht länger spielen. Auf dem Armaturenbrett befindet sich neben dem Tanksymbol ein kleiner Pfeil, der dir sagt, auf welcher Seite sich der Tank befindet. Er hat mir schon oft den Hintern gerettet. Geschirrspülmittel ist eine gute und preiswerte Möglichkeit, die Autoscheiben und die Windschutzscheibe zu reinigen. Damit kannst du alles loswerden, von Fingerabdrücken bis hin zu Hundesabber. Schnapp dir einfach einen feuchten und warmen Waschlappen, gib einen Tropfen Spülmittel darauf und fang an zu putzen. Pömpel sind auch außerhalb von Küchen und Badezimmern sehr nützlich. Du kannst ihn zum Beispiel benutzen, um kleine und mittelgroße Dellen im Auto zu reparieren. Dazu befeuchtest du sowohl die Delle als auch den Pömpel und benutzt ihn so, als ob du einen Abfluss freimachen willst. Drücke und ziehe, bis die Delle herauskommt. Coca-Cola ist ein hervorragendes und günstiges Mittel, um Beschläge und Rost von Metallen und Legierungen zu entfernen. Das liegt daran, dass es kohlensäurehaltig und reich an Phosphorsäure ist. Besprühe die rostige Oberfläche einfach mit Cola und verwende dann eine Bürste oder eine Zahnbürste, je nach Bedarf. Wiederhole das Ganze, wenn nötig. Vergiss nicht, die geschrubbte Stelle anschließend mit Wasser zu waschen. Je schwerer dein Fahrzeug ist, desto mehr Benzin verbraucht es. Dein Motor muss nämlich mehr verbrennen, um das Fahrzeug in Bewegung zu halten. Falls du also 2 Picknickstühle, Hanteln, Golfschläger und eine Tasche mit Kleidung in deinem Kofferraum aufbewahrst, ist es wirklich höchste Zeit für eine gründliche Reinigung.